Guten Morgen und herzlich willkommen zur letzten Folge des Total Experience Breakfasts. Diese Woche haben wir ja ein paar ganz spannende Themen besprochen und zum Abschluss freue ich mich sehr, dass die Miriam Bahr bei mir ist. Miriam ist Senior Software Developerin und Teamlead bei uns hier bei DivaE und hat sich ein, finde ich, total tolles Thema ausgesucht für heute, nämlich barrierefreies Internet. Hintergrund ist der European Accessibility Act, den wir hier als Chance heute mal betrachten wollen. Und guten Morgen, Miriam. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Guten Morgen, Dankeschön. Wir haben es jetzt gerade gesagt, der European Accessibility Act als Chance. Wir gehen auch gleich nochmal darauf ein, warum das eine Chance ist. Es ist ja aber auch eine Pflicht. Also was ist denn gerade der konkrete Anlass, warum wir uns heute darüber auch unterhalten? Genau, du hast schon angesprochen, European Accessibility Act. Wir merken es ja alle, zunehmend schreitet die Digitalisierung voran. Verschiedene Dinge sind immer häufiger nur digital möglich. Also wenn man jetzt dran denkt, man möchte irgendwas Spezielles kaufen zum Beispiel, wird häufigstens über das Internet abgewickelt, einfach weil im Laden kriegt man halt nicht jedes noch so spezifische Teil gekauft. Bankdienstleistungen, alles Mögliche, Terminvereinbarungen, alles rückt zunehmend ins Internet und muss irgendwie gut zugänglich sein. Und deswegen hat die EU beschlossen, dieses Thema ist so wichtig. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wirklich für alle Menschen diese digitalen Dienstleistungen zur Verfügung stehen. In diesem Sinne ist die EU-Richtlinie, der European Accessibility Act, entstanden, die dann in deutsches Gesetz auch überführt wurde mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und Ziel des Gesetzes ist es, wie der Name schon suggeriert, die Barrierefreiheit zu stärken, also dafür zu sorgen, dass digitale Dienstleistungen, darunter fallen so Sachen wie Bankdienstleistungen, Terminvereinbarungen, was ich schon gesagt habe, aber eben auch der sehr große Bereich E-Commerce, also Online-Shops, dass diese Sachen alle zugänglich sind, barrierefrei für alle Menschen erreichbar. Und ganz wichtig ist, glaube ich, das Ganze gilt ab Juni 2025. Ne? Und das heißt, jetzt ist Zeit, sich da auch mal vorzubereiten. Richtig, also es ist nicht mehr so viel Zeit vorhanden. In anderthalb Jahren ungefähr sollten wir soweit sein. Sehr gut. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn digitale Barrierefreiheit oder wie das so schön heißt, Accessibility? Was versteht man darunter? Ja, also Barrierefreiheit im physischen Raum ist, denke ich, jedem irgendwie geläufig. Wenn man jetzt dran denkt, dann hat man vielleicht im Sinne eine barrierefreie Toilette in einem Restaurant oder so, eine Rampe oder einen Aufzug an der Stelle, wo eine Treppe ist. Also dafür zu sorgen, dass verschiedene Bereiche auch für Menschen mit Behinderungen erreichbar sind. Im digitalen Raum muss man dann vielleicht schon mal ein bisschen weiterdenken, was so potenzielle Barrieren sein können für Menschen, die in irgendeiner Form eine Einschränkung haben. Und deshalb geht es bei der digitalen Barrierefreiheit primär darum, dafür zu sorgen, dass alle Möglichkeiten, die man so auf einer Webseite hat, auf verschiedene Arten und Weisen zugänglich sind. Das heißt, dass man zum Beispiel nicht zwingend sehen muss, um irgendwas zu verwenden. Also, dass man problemlos zum Beispiel auch mit einer Tastatur durch eine Webseite navigieren kann und das nicht nur mit einer Maus machen kann, was halt nicht jedem möglich ist, weil man nicht sehen kann, wo der Mauszeiger ist oder wenn man die Maus gar nicht bedienen kann. Also einfach da, es geht einfach darum, verschiedene Zugangswege zu allen Informationen und zu allen, ich sag mal, Interaktionen zu schaffen. Lass uns das jetzt noch mal ein bisschen konkreter machen. Wer profitiert genau davon? Also prinzipiell profitieren eigentlich alle. Da können wir gleich noch mal im Detail drauf schauen. Auf wen es jetzt erstmal abzielt, sind natürlich diejenigen Leute, für die es jetzt wirklich auch zwingend erforderlich ist, dass Webseiten barrierefrei gebaut werden. Das heißt, das sind Menschen mit allen möglichen verschiedensten körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Also man kann zum Beispiel denken an Menschen mit motorischen Einschränkungen, die zum Beispiel die Maus nicht so gut bedienen können, weil sie wegen Parkinson Tremor haben oder die Lähmungen haben und deswegen verschiedene Geräte nicht richtig oder nicht so verwenden können, wie man erwarten würde, dass Leute das verwenden. Es gibt Menschen mit visuellen Einschränkungen. Die erste Gruppe, an die man da denkt, sind natürlich Menschen, die gar nicht sehen können, aber da gibt es ja diverse Abstufungen. Es gibt auch Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Menschen mit grauem Star. Es gibt Menschen, die sind rot-grün blind oder sonst irgendwie farbfehlsichtig. Übrigens eine sehr große Gruppe, die völlig ignoriert wird häufig.
Dann gibt es gehörlose Menschen, also wenn man jetzt dran denkt, man hat Audiodateien auf seiner Webseite oder ein Erklärvideo, aber keine Untertitel dazu, dann ist das ein Problem für gehörlose Menschen oder eben auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die eine Lernschwäche haben, die komplizierte Texte mit langen Sätzen oder so nicht so gut verstehen können, die vielleicht auch Probleme mit Aufmerksamkeit haben, wenn man da jetzt an ADHS denkt und einfach von so viel Bewegungen abgelenkt sind. Über diese Gruppe hinaus, also die Leute, die wirklich hart darauf angewiesen sind, dass eine Seite barrierefrei ist, gibt es natürlich auch diverse Leute, die jetzt nur so nur in Anführungszeichen temporär eingeschränkt sind. Wenn man dran denkt, ich bin Rechtshänderin, ich breche mir meinen rechten Arm, wenn ich jetzt eine Webseite nur noch mit der Maus bedienen kann, weil die Tastatursteuerung nicht funktioniert, es keinen Fokuszustand gibt oder sowas, dann habe ich eine harte Zeit, diese Webseite zu benutzen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch situative Einschränkungen. Wenn ich gar keine körperlichen, geistigen Einschränkungen an für sich habe, kann ich trotzdem auch davon profitieren, einfach, wenn man daran denkt, ich habe ein kleines Kind auf dem Arm oder bin sonst irgendwie gerade anderweitig beschäftigt. Auch dann ist es gut, wenn ich verschiedene Zugangswege zu Informationen habe. Das bringt uns ja eigentlich gerade zu dem Punkt schon, warum wir gesagt haben, wir nennen das auch, es ist eine Chance, weil es profitieren ja auch am Ende alle davon, oder? Richtig, also am Ende, das ist eigentlich das, das, was wirklich das Schöne daran ist, es ist wirklich für jeden super, wenn eine Webseite barrierefrei ist. Also es ist toll für die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, aber es ist auch für alle anderen toll. Zum einen muss man natürlich dran denken, wie gesagt, wenn man temporäre oder situative Einschränkungen denkt, die können jeden quasi von heute auf morgen ereilen, aber auch tatsächlich permanente Behinderungen können jeden von heute auf morgen ereilen. Jeder kann einen Unfall haben, jeder wird irgendwann mal älter. Also es kann jeden irgendwann treffen, sage ich mal, oder höchstwahrscheinlich wird es auch jeden irgendwann mal treffen. Die meisten Behinderungen sind ja auch erworben. Und darüber hinaus eben auch Menschen, die überhaupt gar keine Einschränkung haben, weder permanent noch temporär noch situativ, die alle Möglichkeiten haben. Auch die profitieren davon, wenn man eine Webseite barrierefrei baut. Einfach, weil es angenehmer ist, die Seite zu nutzen. Es ist, also in den Themenkomplex fallen ja alle Sachen, die auch zu Usability zählen. Also, dass ich eine Webseite, dass sie leicht verständlich ist, gut aufgebaut. Wenn ich starke Kontraste habe, dann ist es immer einfach angenehmer zu schauen, wenn ich eine gute Schriftgröße habe und nicht überall Schriftgröße 8 Pixel verwende, wo selbst ich irgendwie noch 3 Stufen reinzoomen müsste. Also das ist ja für alle super. Oder auch, wenn wir jetzt an Klickflächen denken. Ne? Also ich bin am Handy unterwegs und auf einer Webseite mit so einem klitzekleinen Button, der noch so ein bisschen an sehr alte Windows-Zeiten erinnert. Und ich muss jetzt diesen Button irgendwie auf meinem Handy bedienen und klicke 3-mal nebendran, obwohl ich nicht besonders dicke Finger habe. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, die zählen auch mit in die Accessibility hinein, oder in die Barrierefreiheit. Und wenn man das umsetzt, dann profitieren alle davon, einfach weil die Seite schöner zu benutzen ist, unkomplizierter, es macht mehr Spaß, es stresst nicht. Also es ist für alle super. Ja, das klingt doch gut. Ich hatte auch nochmal in der Vorbereitung nachgeschaut. Also die EU hat dann auch eine eigene Seite für dieses Accessibility-Gesetz. Das würde ich auch jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert. Wir teilen auch im Nachgang nochmal einen Artikel, wo das auch drinsteht. Da wurde zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass es irgendwie zwischen 80 und 87 Millionen Menschen in Europa gibt, die eben dauerhaft eine Beeinträchtigung haben. Und das sind wahrscheinlich wirklich nur die Dokumentierten. Und das fand ich schon eine Wahnsinnszahl. Ne? Also das einfach mal, um das so ins in Kontext zu setzen, und von vielen Sachen, die kann man ja gar nicht wahrscheinlich statistisch so erfassen. Wenn man jetzt mal konkret in das Thema reingeht, was sind denn genau dann die Hindernisse bei der digitalen Barrierefreiheit? Kann man das irgendwie clustern? Und fangen wir mal damit an. Ja, also prinzipiell, ganz allgemein gesprochen, sind die möglichen Barrieren natürlich unheimlich vielfältig. Wenn man möchte, kann man das vielleicht so grob einordnen. Es gibt manche Sachen, die sind für alle gut sichtbar. Manche davon habe ich jetzt auch schon genannt. Ne? Also so kleine Klickflächen, schwache Kontraste, die ja für jeden nervig sind, der mal versucht hat, ein Handy draußen bei Sonnenlicht zu verwenden. Ist jetzt heute nicht so der Tag für, aber an manchen Tagen hat es mich auf jeden Fall auch schon gestresst, wenn dann zu geringe Kontraste da waren. Das sind so Beispiele für Sachen, die relativ gut sichtbar sind oder auch
Also auch da, denke ich, ist jeder schon mal drüber gestolpert. Man hat ein Eingabeformular, man will zum Beispiel einen Account irgendwo anlegen und man soll jetzt ein Passwort vergeben und dann kommt dreimal die Meldung, dass das Passwort, das man hier eingegeben hat, nicht sicher genug ist, aber es gibt gar keinen Hinweis darauf, was jetzt die Passwortrichtlinie ist, die man zu erfüllen hat. Also das sind alles so Sachen, die sind für jeden sofort offensichtlich. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, die sind für Leute offensichtlich, die vielleicht mal eine Tastatur verwenden. Also was sehr häufig der Fall ist, ist, dass es keine Fokuszustände gibt. Das heißt, wenn ich mit der Tastatur durch eine Webseite durchgehe, dann weiß ich nicht, wo ich mich gerade befinde. Und das sind alles so Sachen, die kann man sehr gut, die kann man quasi sehen, ohne dass man jetzt besondere Technologien verwenden muss oder sonst irgendwas Besonderes tun muss. Darüber hinaus gibt es aber noch eine ganze Reihe an unsichtbaren Barrieren, die vielleicht jetzt gerade, wenn ich jetzt mal zu den EntwicklerInnen spreche, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Also wenn man zum Beispiel einen Button, eine Schaltfläche machen möchte und was am Schluss rauskommt, ist etwas, was aussieht wie eine Schaltfläche und worauf man klicken kann, dann passiert auch das, was man erwartet. Aber unter der Haube, also der quasi technisch gesehen, ist es halt eigentlich keine Schaltfläche, sondern es ist nur ein unsemantisches Element, das man anklicken kann und das so aussieht, als sei es eine Schaltfläche. Sowas ist ein großes Hindernis, wenn einfach nicht die richtigen technischen Elemente verwendet werden, um zu beschreiben, was man gerade vor sich hat. Dann gibt es natürlich so Probleme wie, man hat irgendwelche interaktiven Elemente und diese interaktiven Elemente sind aber nur auf eine bestimmte Art irgendwie nutzbar. Also es geht, ne, es ist zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Slideshow hat, ist ja ein gern genutztes Element ganz oben auf der Webseite, laufen die ganze Zeit so Bilder durch und an für sich schon eine schwierige Sache, weil es auch sehr ablenkend für Menschen mit jetzt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder ähnlichem ist. Aber vielleicht gibt es sogar dann auch einen Knopf, um auf Pause zu drücken oder Knöpfe, um ein Bild weiter nach rechts oder nach links zu gehen. Aber die sind halt, es gibt halt quasi nur diese Knöpfe, die nicht richtig mit der Tastatur funktionieren. Oder man kommt gar nicht erst hin, solche Sachen. Und der ganze Aspekt, dass man syntaktische Fehler einfach hat im Aufbau der Webseite und dadurch Menschen, die spezielle assistive Technologien, zum Beispiel einen Screenreader nutzen, einfach schwer macht, diese Webseite zu benutzen, weil der Screenreader nicht mit den Fehlern klarkommt, mit denen Browser vielleicht einfach wegkorrigieren kann. So ein typisches Marketing-Thema finde ich, sind ja auch mal die Bilder, ne? Also Alternativtexte, da habe ich mich, als das irgendwie aufkam, früher mal gefragt, ach, was soll ich denn da jetzt? Aber jetzt nach unserer Vorbereitung und dem Talk heute weiß ich auch, wie ernst das zu nehmen ist. Macht einfach keinen Sinn, wenn man es nicht sieht und niemand beschreibt, was drauf ist, dann ist es halt nicht da. Ja. Richtig, ja. Vor allem ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt irgendwie eine Schaltfläche hat, die nur aus einem Bild besteht und an dem Bild steht nicht dran, was das für eine Schaltfläche ist. Dann weißt du nicht, was das für eine Schaltfläche ist. Dann steht da halt nur, das ist wohl jetzt ein Knopf. Aber was macht denn der Knopf, wenn ich drauf drücke? Man weiß es nicht. Genau, man weiß es nicht. Was gibt es denn jetzt genau zu tun? Also wie können wir denn jetzt als Entwickler, als Marketer, als Gesellschaft da vorangehen konkret? Ja, also ich glaube, das Erste und ich hoffe, dass diese kurze Präsentation hier vielleicht oder dieses kurze Interview, dass es vielleicht einen kleinen Anschub dahin gibt. Das Wichtigste ist jetzt überhaupt mal anzuerkennen, dass das hier ein Thema ist. Also es ist natürlich ganz akut im Thema, weil es auch den European Accessibility Act gibt, du hast es ja auch schon gesagt, und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was dazu zwingt, dass AnbieterInnen von digitalen Dienstleistungen tatsächlich auch ihre Dienstleistungen barrierefrei zur Verfügung stellen. Aber ich meine, darüber hinaus haben wir jetzt auch schon mehrere Gründe gehört, warum es generell ein wichtiges Thema ist und warum man es dringend jetzt angehen sollte. Und ich meine jetzt auch ganz wörtlich, also am besten noch heute, jetzt. Besser heute als morgen. Weil man darf jetzt nicht, also man darf nicht denken, dass wenn man irgendwann im Mai 2025 auf die Idee kommt, dass man ja noch den barrierefrei sein muss Ende Juni 2025, dass das in irgendeiner Weise realistisch ist, wenn man nicht schon auf einem extrem guten Stand ist, was häufig leider nicht der Fall ist.
Deshalb, das ist eigentlich so der wichtigste und erste Punkt. Man muss anerkennen, dass das jetzt hier ein wichtiges Thema ist und es ziemlich weit oben auf der Agenda priorisieren. Und dann geht es natürlich darum, rauszufinden, okay, was ist gerade der aktuelle Stand meiner Webseite? Also man muss jetzt erstmal schauen, quasi so eine Bestandsaufnahme, wo stehen wir gerade, was sind die Hürden? Das ist natürlich ein weites Feld, also gerade wenn man sich auch nicht so auskennt mit dem Thema digitale Barrierefreiheit, ist natürlich nochmal besonders schwierig, weil man ja auch ein bisschen einen Blick dafür haben muss. Also man muss zum einen wissen, was für Arten von Behinderungen gibt es, wie nutzen Menschen mit bestimmten Behinderungen das Internet oder ein Computer generell oder digitale Technologien, wie gehen die damit um, wie interagieren die damit, was erwarten sie, wenn sie irgendwas Bestimmtes vorfinden. Und das muss man ja im Prinzip alles verstehen. Es gibt an für sich so, ich sag mal, also ganz dicke Anführungszeichen, Checklisten, also es gibt eine europäische Norm, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht näher spezifizieren, die auch die weitaus bekannteren Web Content Accessibility Guidelines referenzieren. Und da drin sind quasi verschiedene Punkte aufgelistet, was alles erfüllt sein muss, um irgendwie barrierefrei zu sein. Es ist aber ganz wichtig, dass man versteht, dass es hier jetzt nicht darum geht, einfach eine Checkliste abzuarbeiten. Das kann jetzt helfen, um irgendwie so ein gewisses Gespür dafür zu bekommen, worauf man so achten muss. Und man sollte auch auf jeden Fall immer schauen, dass in der Checkliste überall ein Haken dran ist. Aber Accessibility, digitale Barrierefreiheit, geht halt schon auch noch eine ganze Ecke weiter. Also man muss sich wirklich überlegen, wie nutzen Leute das und was ist für sie ein angenehmes, quasi eine angenehme Art und Weise, das zu nutzen. Also wenn es irgendwie gerade so möglich ist, es zu verwenden, dann ist es halt noch lange keine gute Usability. Ne? Also man möchte halt für alle Menschen, also das ist ja das Ziel, man möchte für alle Menschen es wirklich so gestalten, dass sie gut und einfach und im besten Fall nicht sehr viel schwieriger als alle anderen Menschen oder was heißt alle anderen, aber als die Menschen, an die man als erstes denkt, wenn man so eine Webseite baut, nämlich die Menschen, die überhaupt gar keine Behinderung haben, dass alle Menschen es gleich gut nutzen können, ohne dass es besonders viel komplizierter wird. Genau. Das heißt, nach dem Punkt ist auf der Agenda platzieren, geht es darum zu schauen, wo stehe ich gerade, also zu gucken, wie funktionieren meine Flows für Menschen mit bestimmten Behinderungen, können die, was sind die, ich sag mal, unsichtbaren Hindernisse, die ich vielleicht gerade nicht so sehen kann, wenn ich jetzt nur von oben drauf schaue, wo man aber gucken muss, kann man mit der Tastatur diese Webseite bedienen, funktionieren alle Komponenten, ist der Fokus immer dort, wo er sein soll, all diese Dinge. Wenn man sich da selbst nicht mit wohlfühlt, die Expertise vielleicht auch nicht hat, dann kann man ja auch jederzeit einen externen Dienstleister damit beauftragen, dass sie da mal schauen, was der Stand ist und einem da unter die Arme greifen, das irgendwie anzugehen. Genau. Wie schon gesagt, also das wären jetzt mal so Sachen, wo ich sagen würde, das ist jetzt anzugehen und da muss man halt schauen, da kann ich auch jeden nur ermutigen, Schritt für Schritt diese Barrieren abzubauen und dahin zu kommen, dass die Webseite bis Mitte 2025 dann soweit ist, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Also das heißt, wenn man es zusammenfasst, drei Sachen. Erstmal Awareness, also verstehen, annehmen, das ist ein Thema. Dann haben wir eigentlich das Thema, wenn ich eine neue Webseite gerade plane, da direkt drauf zu achten. Ich denke, das ist immer am einfachsten, wenn man nicht hinterher aufräumen muss. Oder wenn man eine bestehende Seite hat, mal versuchen, optisch, also obendrauf und dann aber auch unter die Haube zu gucken, ist das alles sauber strukturiert, sauber aufgebaut und kann ich das nutzen? Und dann im Prinzip Step by Step. Genau. Oh, ist doch gut. Sehr schön. Wir sind auch schon relativ weit jetzt in der Zeit. Ich gucke einmal kurz, ob es denn irgendwelche Fragen gibt. Tatsächlich, ich blende das mal ein und gucken wir mal. Die Frage ist von Aljona, braucht man bei Content-Seiten auch jeweils eine zweite Version in leichter Sprache? Und wie geht man bei Seiten in leichter Sprache mit den Gendern um? Das macht den Text ja wieder komplizierter. Oh, da ist ganz viel drin. vielleicht ganz kurz zum Thema Gendern kann ich tatsächlich gerade gar nicht so genau sagen.
wie man da in Bezug auf Weichspartrum mit umgeht. Ich würde mal vermuten, dass man das wahrscheinlich eher nicht tun möchte. Hängt aber, also sollte man aber am besten mit einer NutzerInnengruppe dann auch testen. Allgemein zur Frage, braucht es eine zweite Version in leichter Sprache? Das kommt darauf an, was man unter brauchen jetzt versteht. Also brauchen im Sinne des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes vermutlich nicht. Bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen eher nicht. Aber wenn man möchte, dass die Seite wirklich barrierefrei frei ist, dann natürlich schon. Wir hatten dazu auch gestern beim Talk mit dem Oliver Ibelshäuser die Frage, was kann eigentlich eine KI bei der Content-Erzeugung? Und da kam auch ein Hinweis, wenn ich mich recht erinnere, dass auch da eine KI helfen kann, überhaupt mal leicht verständlichen Content zu produzieren. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Verweis auf den Talk gestern. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Vielen Dank dafür. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon fertig für heute. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu diskutieren. Wir schauen uns das Thema ja bei uns auch gerade an. Wir werden sicherlich auch nochmal zu dem Thema sprechen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, Miriam. Ich würde mich freuen, du wärst wieder dann dabei. Gerne. Generell, wenn es Feedback gibt zur Session heute, zum gesamten Format oder Themenwünsche, herzlich gerne an mich. Und in diesem Sinne, happy to connect, wünsche ich allen einen schönen Donnerstag, haben wir heute schon, guten Rest der Woche und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Dankeschön. Danke auch.